Sehr geehrte Damen und Herren, unser Gesundheitswesen ist eines der besten der Welt. Trotzdem hat uns diese Pandemie gelehrt, wir müssen noch besser vorbereitet sein auf Fälle wie diesen, auf die Gesundheitskrise, auf die Pandemie. Das deutsche Gesundheitswesen soll in einer solchen Krise noch widerstandsfähiger werden und sein können. Deshalb hat das Corona-Kabinett heute beschlossen, eine nationale Gesundheitsreserve aufzubauen. Sie besteht im Kern aus Schutzausrüstung und Schutzmasken, Beatmungsgeräten und Medikamenten. So unterstützen wir im Notfall besonders diejenigen, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen arbeiten, also all diejenigen, die für uns in einer solchen Pandemie, in der Gesundheitskrise an vorderster Front kämpfen. Am Material soll gute Gesundheitsversorgung nicht scheitern, nicht in der Regelversorgung, aber eben vor allem auch nicht in der Pandemie. Für den Aufbau der Reserve wird der Bund an 19 Standorten Material einlagern. Bis Ende 2021 soll diese Reserve vor allem aus den bereits beschafften Produkten befüllt werden. Danach folgt eine weitere Befüllung aus der inländischen Produktion. Als Reserve planen wir ein halbes Jahr des aktuellen Bedarfs, insbesondere fürs Gesundheitswesen, ein. Physisch vorgehalten werden sollen die Schutzmaterialien, Geräte und Medikamente für einen Monat. Eingeteilt ist der Aufbau der Reserve in verschiedene Phasen. In der ersten Phase, im kommenden Jahr, geht es vor allem darum, die Strukturen für die Bevorratung zu schaffen. In Phase 2, ab 2022, wird die Reserve vorwiegend auf Material aus inländischer Produktion umgestellt. Im Moment lassen wir das auch mit einfließen, was wir unter anderem in China beschafft haben. Parallel dazu läuft eine Bedarfs- und Risikoanalyse. Ab 2023 soll die nationale Gesundheitsreserve dann ihre Zielstruktur erreicht haben. Wir haben dieses Konzept entwickelt, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Bundesinnenministerium, dem Bundesministerium der Verteidigung und dem Bundeswirtschaftsministerium, haben Unterstützung im Deutschen Bundestag, der allein für 2021 mit 1 Milliarde Euro im gerade vom Haushaltsausschuss empfohlenen Haushalt für 2021 vorsieht, davon 750 Millionen Euro bei uns im Bundesministerium für Gesundheit und 250 Millionen für die inländische Produktion beim Bundeswirtschaftsministerium. Und wir wollen natürlich eine nationale Reserve nicht nur bundesseitig aufbauen, sondern in guter Kooperation mit den Ländern und den anderen Akteuren des Gesundheitswesens dann konzeptionell weiterentwickeln. Der Aufbau der nationalen Gesundheitsreserve ist beispielhaft für unsere Strategie in der Pandemie. Wir stützen das Gesundheitssystem in der Krise. Gleichzeitig lernen wir schon in der Krise aus der Krise und bauen langfristig tragfähige Strukturen auf. Für eine Jahrhundertpandemie diesen Ausmaßes wollen und werden wir in Zukunft noch besser vorbereitet sein.